Hallihallo, meine Lieben. Ja, da bin ich jetzt noch ein letztes Mal. ich nehme das jetzt auch wieder im Vorfeld auf. Und zwar ist es noch ein kleines Craft-Update. Warum flackert der Bildschirm jetzt? Hallo? Bis hier das an. Flackert immer noch. Keine Ahnung, was der hat. Ja, und zwar hat die liebe Heidi vom Kanal Do What You Love bald Geburtstag. Und da habe ich was gebastelt und das sollst du natürlich nicht sehen. Ich weiß, dass du meine Videos schaut, deswegen nehme ich das jetzt im Vorfeld auf und lade das auch später hoch. Erst später. Genau. Aber zuallererst habe ich noch was gebastelt, was nicht für sie ist, aber ich das euch trotzdem zeigen wollte. Zwar hier so eine Box. Und da geht der Kleber schon wieder ab. Muss nochmal kleben. Ja, das war eine ganz normale Verpackungsbox. Die habe ich bearbeitet. Ein bisschen mit Acrylfarbe da die Ränder sauber, also angemalt. Da muss ich echt nochmal kleben, das nervt. Und dann mit Designerpapier beklebt. Von innen schaut das Ganze so aus. Da habe ich mit Serviette quasi den Boden verschönert. Hier auch Designerpapier. Ja. Und hier oben halt mit Blumen vom Action. Und die Schmetterlinge, die habe ich. Ja, ist etwas blöd geworden, finde ich. Die sind, habe ich gestempelt und ausgemalt und mit Nuvo Glitter Pens, ergibt ja so Farben, habe ich die dann auch noch beglittert quasi, hier auch noch und hier auch und dann mit Glossy Essence überlackiert quasi, dass sie so einen kleinen 3D-Effekt haben. Das einzige Blöde ist, die haben sich so ein bisschen gewellt. Aber naja, macht jetzt nichts. Ich finde die Box trotzdem an sich sehr, sehr schön. Der hat da gar nichts zu suchen. Auch gut. Ja, mal gucken, was ich damit mache, ob ich die verschenken werde oder so. Ich weiß es noch nicht. Da passt auch, wie gesagt, einiges rein. Also die ist doch recht groß, wenn ich jetzt zum Beispiel das Stempelset anschaue. Na, das passt da locker rein. Und ist noch Platz. Upsala. Und dann. Weil das ja euch so gefallen hat, mein Mixed Media Projekt, habe ich für Heidi eben eins gemacht. Das schaut so aus. Ja, mit verschiedenen Servetten habe ich das gemacht und hier habe ich alte Buchseiten genommen und dann Designerpapier eben zurechtgeschnitten und gefaltet und aufgeklebt. Den Kleiderbügel habe ich selber gebogen. War eine Fusselarbeit, echt. Eine Perlenkette. Hier steht Glückwunsch. Ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Mal schauen, ich hoffe, dass es ihr auch gefällt, weil ja, Heidi bastelt so tolle Sachen. Und ich kann da eigentlich gar nicht mithalten. Und das ist auf so Keilrahmen gebastelt. Ups. Und wie gesagt, ich hoffe, die freut sich. Sie wird mir hoffentlich berichten. Ja, kann ich das jetzt bald losschicken? Aber ihr seht es natürlich erst, wenn es angekommen ist, wenn sie es gesehen hat. So, das war es jetzt aber endgültig. Ich hoffe, euch haben meine kleinen Projekte gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Tschüss.